Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Last of Us Let's Play. Ja, Freunde, heute geht die nächste Folge weiter und ich habe mir natürlich eure Kommentare durchgelesen und viele haben geschrieben, ich habe vieles übersehen, ich habe den Bogen wie vor 8 Jahren damals übersehen und dass ich irgendwie zu schnell durchrushen würde. Leute, ich will auf gar keinen Fall durchrushen, keine Frage, aber ich muss jetzt auch nicht jede einzelne Ecke absuchen, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich spiele das Spiel zum dritten Mal. So, ich möchte nicht jetzt jede einzelne Ecke durchstöbern. Ich möchte das Let's Play auch nicht unnötig in die Länge ziehen, aber auch nicht durchrushen, sondern mich voll und ganz auf die Story fokussieren, ne? Und ich finde es cool, dass wir nebenbei immer schön ein bisschen reden über private Themen auch und sowas. Und deswegen werde ich das auch so beibehalten. Klar werde ich versuchen, vieles mitzunehmen, ne? Keine Frage, aber bitte nicht wundern, wenn ich mal ein paar Räume übersehe oder was weiß ich was, ja? Deswegen lasst alle einen Daumen nach oben da. Ich habe richtig Bock, dass es mit Last of Us weitergeht, weil dieser Soundtrack, Digga, der kickt mich jedes Mal. Okay, wir haben das letzte Mal genau hier aufgehört, oben auf den Wohnwagen. Und genau hier machen wir jetzt weiter. Wir sind nämlich auf dem Weg gerade in die Schule. Okay, warte mal. Digga, ich bin so lost, Alter. Was mache ich da? Scheiße. Ey, einfach so lost, Leute. Das wäre typisch Ernesto. Wir reden gerade von Lostheit und guck mal, was passiert. Ich springe einfach vom Wohnwagen runter. Ich dachte, da geht's aber weiter. Und das ist einfach so eine Brücke rechts und ich springe einfach links runter, korrekt? Einfach Ernesto Valverde-Style. Scheiße. Baum, boah, guck mal, dicker Pool hier. Arschbombe oder was? Das neue FIFA steht auch vor der Tür, Leute. Bald geht's los. Gib dir mal eine Bombe. Boah, ich hab vor, der haut den jetzt einfach so um. Kann man das Fenster kaputt machen? Ja, okay, das hätten die ruhig mal ein bisschen einbauen können. Hier durch, schnell los! Naja, guck, ich versuche schon durch jeden Raum so ein bisschen zu laufen, immer was mitzunehmen, so. Guck mal hier, zack, haben wir auch mal hier ein bisschen Flüssigkeiten. Das haben wir auch. Vielleicht können wir nochmal ein Messer ausrüsten. Das ist ganz wichtig für die Klicker. Weil die Klicker machen Klick, Klick und dann gibt es keinen Mick, Nick. Ja? So, okay. Na, warum muss ich denn vorgehen? Kennt ihr diese Blotter Matthäus? Keiner wurde gebissen, ja? Alles okay. Gehen wir weiter. Der redet wie bei Scary Movie, Alter. Der eine mit der Maske. Was ist da los? Was geht ab? Kennt ihr noch? Hör mal, Doofy, geh mal ans Telefon. Was geht ab? Halber Roman. Jetzt ist es offiziell, die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also was soll ich mit die ganze Freizeit anfangen? Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unserer Stadt nicht erreicht. Ja. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. Das ist jetzt die Story dahinter, so wie das alles passiert ist, aus der Sicht einer Familie. Eigentlich schon interessant. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, er geflüstert. So etwas passiert derzeit öfter. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen, in ein neues Heim. Das Militär beschützt uns, ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen würde. Er gehörte in die freie Natur, schon klar. Es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Oh, ist das hart, Leute. Lest euch das mal durch, versetzt euch in die Lage. Ich habe selber einen Hund, ein Haustier. Ich könnte das nicht. Ich würde mit meinem Hund hier bleiben. Ich sag euch so, wie es ist. Digga, stell mal vor, irgendwie sowas passiert. Und dann sagt jemand, ey, du musst jetzt Kylie laufen lassen. Du darfst sie nicht mitnehmen. Und Kylie einfach in der Natur weiß nicht, was sie machen. Digga, ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, ehrlich. Boah, wenn ich allein schon dran nachdenke, ne? Digga, es ist verrückt. Verrückt. Deswegen, wenn man sich mal so in Spiegel hineinversetzt und diese Situationen einfach mal so im Kopf wirklich passieren lässt, dann fühlt man die Spiele nochmal ganz anders. Hast du kurz Zeit? Ja, was ist denn los, Ellie? Lass uns reden. Was will sie denn? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Am Ende, Bill ist einfach abgehauen. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, dann haben wir auch mal die Pillen. Dann können wir auch noch mal ein paar Sachen aufrüsten und so. Zack, hier haben wir nichts mehr.
Scheiße, ich verstehe auch nicht, Digga. Ich bin immer so in Spielen drin, Alter. Der Kanal ist nicht umsonst viel Gaming. Ehrlich, ich könnte das einfach nur spielen und hier und da. Nein, Digga, aber so merkt man das, so fühlt man das ganz anders, finde ich, in meinen Augen. Das macht auch so viel Spaß. Viel mehr Spaß. Ja? Und so mache ich das seit Jahren. Wer mich kennt, Digga, ich mache seit... Leute, seit fast 10 Jahren mache ich jetzt Let's Plays. Das dürft ihr nicht vergessen. Über 10 Jahre schon. Und es ist so krass, wenn man überlegt, ich mache gar keine... Ja? Ich mache gar keine... Ich zocke gar keine Spiele mehr außerhalb von Streams, also so Story-Games. Weil ich denke mir die ganze Zeit, ey, ich will das mit meinen Zuschauern zocken. Das ist natürlich auch Content und so, keine Frage. Aber mit euch gemeinsam zu zocken, macht es einfach viel mehr Spaß. Als alleine irgendwie auf der Couch zu hocken oder sonst was. Ja? Ich habe einmal, glaube ich, irgendein Spiel, ich glaube Uncharted 3 war es so, auf der Couch gezockt. Das war auch geil. Aber ich finde so im Stream oder so als Let's Play ist halt einfach am geilsten. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Eieiei. Okay, jetzt mal gucken, was wir hier machen, Alter. Wir müssen leise sein. Ja, entweder werden wir jetzt entdeckt oder wir machen alle kalt. Was ist sinnvoller? Komm, wir versuchen jetzt mal die James-Bond-Taktik. Einfach durchlaufen. Und wenn wir aber dann entdeckt werden, dann kommen alle auf uns, ne? So könnten wir... Sieht er mich? Ich dachte, ich kann nichts sehen. Oh nein. Oh nein, Digga. Egal, komm. Ach du Scheiße. Ja, okay. Das wird nix. Was mach ich denn? Molotow. Molotow-Cocktails. Nein, Molotow bringt dir noch nichts. Kein Molotow. Wir ballern jetzt ein bisschen. Easy. Zack. Lad nach. Boah. Nein, er hat mich bekommen. Das geht nicht. Dann piss dich. 1, 2 und... Schieß doch, Joel. Der schießt einfach nicht, Bruder. Der legt 10 Jahre nach. Rechter Haken in die Fresse. Okay, so viele waren es doch gar nicht. Dann ist ja gut. Leute. Kann man ja eigentlich schon... Ah, das hätten wir lieber das gemacht. Da wäre ich vom Bus zu Bus. Oh, du lieber Busfahrer. Eine kleine Story aus der Schule. Es fällt mir gerade nur ein, wer so bescheuert. 5. Klasse damals. Wir fahren mit der Klasse in der Dings, Jugendherberge. So, dann mussten wir so einen Berg hochfahren und der Busfahrer kam nicht voran. Und irgendeiner aus unserer Klasse, ich glaube Horst hieß der, Horst, hat geschrien, hör mal, Busfahrer, hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen? Ja, und der hält an, macht eine Ansage, so, alle aussteigen, ihr geht zu Fuß weiter. Der war so abgefuckt, die Lehrer wollten mit dem reden. Und er hat gesagt, nein, lass dich mir nicht gefallen, ciao. Und da mussten wir alle wegen Horst locker 500 Meter mit unseren Koffern einen Berg hochlaufen, weil da auch noch alles am Regnen war und so. Und wir waren komplett durchnässt. Ja, warum habe ich sowas im Kopf? Ich habe manchmal so Momente im Kopf, Leute, ich meine es ernst. Da denke ich mir, wieso weiß ich sowas noch? Das sagen so viele Leute zu mir, ne? Ich sag denen so, ja, weißt du noch, damals am 25. Oktober 2012, da ist das passiert. So, ich habe voll die Dinger manchmal noch im Kopf, ne? Ich check das nicht. Ich kann mir so viele Sachen irgendwie gut merken, aber so auch voll viele... Ellie, lauf! Was ist los? Achso. Kommen die denn noch einmal her? Hi. Boah, was ein perfekter... Oha, wo kommen die denn alle her? Joel, renn! Was für Medikit? Mach mal hier. Jawohl, genau so. Oha, was geht denn da hinten ab? Wir müssen helfen, helf! Medikit, mit Medikit! Medikit! Ich brauch Medikit, ich bin tot! Nein. Oh, geh weg. Bruder, der rennt einfach, Man on the Fire! Er ist einfach unter Feuer und überlebt hier alles. Da habe ich mich gerade erschrocken. Das war einfacher als gedacht. Wir müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Boah, guckt euch mal die Spiegelung des Busses an dieser Pfütze an. Ansehen. Schoolbus. Die typischen Busse, ne? Warum gibt's die eigentlich nicht in Deutschland, ey? Ich finde diese Busse richtig cool. Sehr nice, alles bestimmt hier hoch, ne? Guck mal, UPS einfach. Ihr kennt den UPS? Einmal mit der Post hier. Entweder müssen wir jetzt da rein. Ich glaube nicht, dass wir da wieder zurück müssen. Ne. Wir müssen irgendwie hier weiter. Ich glaube, hier kommen wir eh nicht rein, genau. Ah, vielleicht hat er hier geguckt. Da? Nope. Warum muss es hier einen Weg geben? Bin ich blind oder was? Warte mal, beruhigt euch. Lincoln High School.
Welcome Home, X-E's, Eagles, Game Night 2013. Eieiei. Okay. Meinte, der klettert hier auch. Ach so, okay, gut. Ich habe gedacht, der klettert da selber auch. Aber wir müssen anscheinend Ellie hochheben. Ellie. Jump. Ja, Freunde, es ist bei mir gerade privat sehr viel los. Ihr werdet auch bald erfahren, warum. Ich sage einfach nur das, weil ich kann nicht mehr dazu sagen, als es geht. Kann ich nicht. Bleib vorsichtig da. Da werdet ihr schon bald alles sehen. Dann werdet ihr auch vieles verstehen, warum es so ist und so ist. Als ob die da nicht selber hochspringen können. Wenn ich überlege, ich renne jetzt, springe, dann könnte ich mich da auch trotzdem irgendwie da festhalten. Oder ich würde irgendwie mir eine Kiste holen. Und dann, ja, würde ich da mir was hinmachen. Das hochklettern. Aber natürlich ist ja auch nur ein Spiel, ne? Hört ihr das? Sie kommt schnell jetzt, Kleine. Oha. Okay, wir gehen schnell rein. Ich muss weg. Wir holen uns die Batterie. Und mach die Tür auf. Oh Mist. Verdammt, verschlossen. Was soll ich machen? Die kommen alle. Fenster. Wir müssen da rein, um an die Batterie. Mach doch das Fenster auf. Los, Bill. Durch das Fenster, schnell. Oh, oh. Ja, und ich bin der Letzte, ne? Geh doch. Hey. Ja, schnell, schnell. Oh mein Gott, oh mein Gott. Thumbnail. Nein. Joel wird gebissen, das war's. Dass er da nicht gebissen... Brutta Matthäus! Dass er da nicht gebissen wurde. Hart. Bill, jetzt beeil dich! Von allen Seiten. Ey. Was ist eine geile Grafik, ne? Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier. Wir müssen raus hier. Komm mit! Ach du Scheiße. Boah, was war das denn, Bro? Hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Auf einmal. Beruhigt euch mal jetzt hier. Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los. Warte mal, warum sehen die mich? Beweg mich doch gar nicht. Ja, die können sehen, die Klicker aber nicht. Die Klicker sind das Wichtigste erstmal, die Platz zu machen, Leute. Bruder, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin geschlichen. Bruder, ich hatte Schalldämpfer an. Wie? Egal. Jetzt machen wir es auf Ernestos Art. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Komm her. Ja, verpiss dich. Komm, wo sind die anderen Klicker? Ja, komm, du kriegst auch einen in die Fresse. Mir ist scheißegal, Alter. Wofür habe ich denn die Pumpgun hier? Wofür habe ich die Waffe, hä? Wofür habe ich die? Meine Fresse. Ja, komm. Und verpiss dich. Noch einer? Sind wir ein bisschen aufgeräumt hier. Langsam reicht's doch. Bin ich hier zum Kuscheln oder was? Verdammte Scheiße, ey. So, würde ich Schule mal ein bisschen aufgeräumt hier. Nachsitzen für alle. Miek. Diese Geräusche. Wir müssen an denen vorbei. An ihnen vorbei. An ihnen vorbei. Ja, super. Und jetzt, ich kann... Ich bin erstmal in die Fresse ballern. Der Schwanz überlebt. Erstmal eine Bombe, links-rechts-Kombi. Vorbeirennen. Double Pump. Double Schwanz. Stuff. Und Stuff in die Fresse. So. Okay, jetzt sollten wir nicht zu viel Pumpgun-Munition verschwenden, aber wir kriegen auch immer wieder neue. Darf man auch nicht vergessen. Reagenzgläser der physikalischen und chemischen Reaktion. Oder einfach wieder ganze Familie da hinten. Ne? Den Flur runter. Oh, oh, ich werd gesehen. Ja, geil. Boah, das war die beste, die ich jemals geworfen habe. Ich schwöre. Piss dich. Brenn, du Hund! Das Feuer sieht so real aus. Wenn ich das mal vergleiche mit früher, ne? Okay, weiter so. Ich habe das erste Mal Last of Us auf der PS3 gezockt, oder wann das war, ne? Oder ne, ich habe es das erste Mal auf PS4 als Remastered gezockt, glaube ich sogar. Das müsste ich auch noch irgendwo hier haben, das Spiel. Krass. Wahnsinn, Wahnsinn, wenn die Zeit vergeht. Hilf mir mal damit. FBI, open the door. Nicht noch lauter.
Oh, guck ich mal die Basketballhalle an, wie krass. Sieht schon geil aus. Das wird sie nicht lange auf. Das klingt nicht gut. Ja, das ist Blutter Matthäus! Blutter Matthäus! Verdammt, was ist das denn? Oh nein. Ein was? Ellie, in Deckung! Ich mach das! Das ist Blutter Matthäus, Leute! Ich hätte lieber die Munition aufbewahren sollen. Ich mein's ernst, Leute. Dumm. Oder wie soll ich diese Stelle jetzt schaffen? Ich kann mir nicht mal mehr leben. Ich kann nicht mal mein Leben herstellen! Wir müssen da hoch! Digga. Oh, Scheiß. Was? Bruder, der macht einfach Undertaker mit mir, der Blutermat. Ey, hör doch auf. Ich hab voll vergessen, dass Blutter Matthäus kommt. Wer ihn noch nicht kennt, das ist Blutter. Man nennt ihn auch Blutter Matthäus. Ich kann nichts herstellen. Ich kann nichts herstellen. Gar nichts. Nagelbombe. Lackmaniac, nimm die Nagelbombe. Boah, Digga, der fängt gleich an wieder zu kotzen und so. Seine Stinkbomben wirft er wieder. Wirf doch auf den, du Idiot! Was ist denn das jetzt hier? Ach, Bruder, was passiert denn hier? Wir sind geblotert, Leute. Ich mein's ernst, wir sind geblotert. Digga, diese Soundeffekte. Ne, ich krieg die Krise, Alter. Schluck. Einfach ballern. Ja, der ist so schnell, ne? Das ist halt Blutter, ne? Das Leben! Nimm das Leben! Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Heil dich, Bruder. Heil dich. Wichtig. Geh weg! Digga, der hüpft natürlich genau auf mich, dieser Idiot. Oh, weg. Laden. Rennen. Bruder. Blutter! Jawohl, Junge! Was, Blutter Matthäus? Es gibt nur einen Matthäus, das ist der Lothar. Nicht der Blutter. Junge, Alter. Ich will gar nicht wissen, wie das auf Schwierigkeit extrem ist. Was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Blutter. Blutter. Okay, verstanden. Blutter Matthäus, Alter. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Wer von euch kennt noch Blutter Matthäus, ey, Wahnsinn, ey. Habe ich das schon vor 8 Jahren gesagt, Blutter Matthäus? Ich weiß es gar nicht mehr, wie lange das schon her ist. Wir gucken jetzt erstmal in Ruhe, lass uns mal Leben herstellen und so alles. Gar keinen Stress hier machen, Alter. Wofür ist der unnötige Stress hier? Blutter Matthäus ist mein Name. Ah, guck mal, hier haben wir auch, guck mal, super. Gut, dass ich das nicht übersehen habe hier. Wichtig. Ich habe natürlich auf dem Weg ein paar Sachen übersehen, aber Leute, das ist nicht schlimm, ich muss ja nicht alles finden. Wir zocken ja nicht auf Schwierigkeit extrem, dass wir alles nur packen, indem wir alles einsammeln, sondern okay, wir spielen ganz entspannt die Story, okay. Quatschen ein bisschen und all sowas. Das ist so mein Ding, was ich hier machen möchte. Ja? Wir zocken ja schon zum dritten Mal auf diesem Kanal. Wenn wir das erste Mal zocken würden, na klar können wir uns noch mehr Zeit lassen. Was denn? Verdammte Scheiße! Und jetzt? Oh, Scheiße! Okay! Hä, Headshot. Mach ihn endlich fertig. Wo ist der letzte? 1, 2, Headshot. Oh, ich hasse diese Dinger. Ich bin präzise, Leute, ihr wisst doch. Nächste Woche werde ich präzise. Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. Ziemlich hoch. Ey, Basketball. Ich bin vor, Joel wird einfach so einen Korb legen. Hätte ich vom Bock. Ich würde mir den Basketball nehmen und trotzdem einen Korb legen jetzt gerade. Einfach so. Einen Korb reinballern. Juhu. Blutter. Oh, ich höre schon wieder die ganzen Infizierten, Alter. Oh, die kommen da auch schon. Rennen, schneller. Schneller. Ja, super. Ja, ich will auch hoch. Lass mich zuerst hoch. Ich bin hinter dir. Schnell, Joel. Verpiss dich. Ja. Hoch. Hoch. Immer Joel muss als Letzter. Der hat die Arschkarte, ja. Bestimmt können die nicht rüberklettern, oder? Na, das lief ja toll. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sagt Tess, sie kann lass sich den Job... Lass gefälligst Tess da raus! Ganz das hat nichts mit...
Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Aber ehrlich, besser als sich auffressen zu lassen von den Dingern, oder? Was würdet ihr machen? Das sind Bisse. Hier und... Er wollte sich nicht verwandeln. Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja. Das ist hart. Genau wie Lee, Alter. Wisst ihr noch The Walking Dead? Lee? Clementine? Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Der hat die abgezogen. Das verdammte Arsch. Der Bruder wollte abhauen und dann war es zu spät. Steig aus. Steig aus. Mann. Schiff, steigt der ein, fährt einfach alleine weg. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Uns bleibt keine andere Wahl. Du fährst und wir schieben. Himmel. Das gehört auch mir. Der Bruder hat einfach alles geklaut, Alter. Aber vielleicht liegt dir noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Ich glaube nicht. Und ich soll übrigens schöne Grüße an den Nafri hier im Chat. Beziehungsweise im Stream. Ist es so, Frank? Und in den Videos. Schöne Grüße an Nafri. Nach L.A. Der Nafri aus L.A. Schöne Grüße. Gute Idee. Falls er das Video hier sehen sollte. Sag Bescheid, wenn wir anfangen können. Schieben! Schieben! Okay. Leg den ersten Gang ein. Aber sollen sie wissen, wie das geht? Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Du fährst gleich den Baum. Jetzt gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Komm. Wir müssen so ein bisschen den Berg runterrollen, dann ist es einfacher. Oh Mist. Was denn? Ach nö, Digga. Oh, da sind auch noch Klicker und so, Digga. Beruhig dich mal. Das ist mein Mescher, Bruder. Okay, das war's. Zurück zum Truck. Da ist noch ein Basie, aber wir haben schon ein Basie. Wir sind zu langsam. Ja, du rollst du jetzt gleich runter. Guck mal, was für eine schöne Wohngegend das eigentlich hier ist, ne? Am Haus vorbei, rechte Seite. Oh nein. Oh oh. Krieg die Basie. Mit dem Bam, Alter. Reicht jetzt, du Spanz. Oh, da kommt ein Flicker. Kriegt er den oder soll ich den holen? Komm, wir holen den mit der Waffe. Verpiss dich. Ich hör noch was, das ist so laut. Ich dachte, hier ist noch ein Klicker. Komm schneller. Leute, oh, die andere Seite links. Ah. Hey, Ellie, halt dich bereit. Ah. Digga. Ruhig an der Story. Mit Ziegelstein an der Fresse, Alter. Einfach Ziegelstein hat mein Leben gerettet. Basie. Die muss auf den Hügel. Komm. Haben wir noch den Bogen? Den Flitzebogen haben wir auch noch. Seht ihr? Ich hab den Bogen nicht verpasst. Guck mal, da hinten sehe ich schon einen Klicker. Seht ihr den da ganz hinten? Okay, Ellie, jetzt starten. Ich brauch Deckung. Ich mach jetzt Legolas Herr der Ringe-Style. Wie hört sich das an? Ja, und die Infizierten hören. Eins. Wo ist denn den Truck, Digga? Ja, ich hab das nicht aufgehoben. Keine Muni mehr. Joel, was machst du da, Bruder? Denn sieht einfach Rucksack aus. Ja, ich will doch in den Truck rein.
Ich will in den Truck rein! Ja. Bruder, was mache ich denn jetzt? Das war's, bei Gott. Ich spring jetzt einfach in den Truck rein, ist mir scheißegal. Lauf und spring rein, du Idiot, spring. Ja, wichtig. Und jetzt fahr. Gib Gummi! Langsam, Ellie, langsam! Junge, auf einmal fängt die an zu driften, die denkt Need for Speed. Boah, krank. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Na, sollst du ihn rüberpumpen? Und der Bilder, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Komm doch mit, Bill. Ich hätte gefragt, komm mit. Ist ja noch genug Platz. Man ist sicherer, wenn man mit mehreren unterwegs ist, Leute. Statt alleine. Also krank, jetzt nur noch die beiden übrig, Alter. Ellie und Joel. Boah, Bruder, wie sieht das denn aus hier? Ey, das ist ja eine geisteskranke Grafik gerade. Ich mein's ernst. Guckt euch das mal an. Ey, was haben die gemacht aus dem Spiel? Ich schwöre es euch. Was haben die gemacht? Oh, Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay. Ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag hat da die abgezogen. Einfach rum. Was hast du noch? Tja, Ja, kleine Diebin. Hier. Na, weckt das Erinnerung? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Nein, nicht Copyright. Da 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 da. Na, bitte kein du? Copyright. Kein Copyright. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. LOL. Nicht viel zu lesen, aber ein paar... Einfach Playboy geklaut. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Digga. Wow. Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Ich will sehen, was so toll daran ist. Einfach Pornomagazin. Oh. Warum kleben die zusammen? Geil. Ich verarsch dich nur. Junge, Junge. Und tschüss, Mann. Der war eine ordentliche Schleuderkeule am Start. Weißt du was? Ich mag das hier dich. Ist gar nicht so schlecht. Reicht jetzt. Mach doch nicht noch lauter. YouTube strikt mich. Elli. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Schlaf doch ein bisschen. Bin ich mal müde. Schlafen, Elli. Aha. Okay. Alter, das ist so, als ob wir... Ey, wirklich ein ganz neues Spiel spielen, ne? Ich mein's ernst. Was sieht jetzt aus wie bei The Walking Dead, ne? Was eine Grafik. Und jetzt? Jetzt geht's zu Fuß weiter. We go by feet. Feet walk. We have to walk like a walk out. Eieiei. Alter, als ob wir gerade einen Film gucken oder eine Serie, ne? Schreib mal rein, ob ich zwischen den Sequenzen die Facecam ausmachen soll, so wie jetzt. Damit ihr halt nur das Material sieht. Vorsicht! Überfahr den. Bitte! Oh Mann! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Siehst du, es war so klar. Es war so klar. Oh nein. Digga. Das sind einfach Diebe. Alter. Ach du Scheiße. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ne? Ach du Scheiße. Nee,
geht's gut. Dann komm raus. Ach, du Scheiße. Krass, das sind auch so Räuber. Anstatt dass Menschen sich gegenseitig helfen. Lass mich los, du blöder Sack! Komm, Joel. Oh nein. Joel, komm! Ah, fuck, Alter. Oh mein Gott, das wäre sein Ende, das wäre sein Ende! Stark. Ah, fuck. Ach du Scheiße. Beiß ihn. Alter. Ein kleiner Schwanz, Alter. In seine Fresse rein. Lass sie los. Boah, Junge, Alter. Alter, was macht Joel da? Oh, der ist so eiskalt, ne? Was ist bloß los mit denen? Atme durch. Los gehen wir. Okay. Achtung! Mist! Bleib unten! Ach du Scheiße. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab gar keine Muni mehr. Nichts mehr. 1, 2, 3. Oh Gott, die Waffe ist halt scheiße. Die kann nur einmal schießen. Egal, passt schon. Nein, dieser Schwanz duckt sich genau jetzt. Wir müssen Headshots verteilen mit der Waffe. So. Aha, wo kommt der denn? Wo kommt der denn, der Schwanz, Alter? Gib dir mal eine Bombe. Oh, dann gegen die Türe. Gegen die Türe, den Sibi. Nimm seinen Stock. Mal ganz ruhig. Jetzt kommt der Headshot-Experte Ernesto. Lad nach, Joel. 1, 2 und... Bam, Headshot. Nachladen. Schweine, Alter. Anstatt, dass sich Menschen gegenseitig helfen in so einer Pandemie, sieht man nur, wie im echten Leben. Jeder denkt an seinen eigenen Scheißarsch. Nein. Fuck, nicht gut, nicht gut. Das kann nicht gut. Das haben wir im offenen Feuer. Aber egal, den machen wir noch platt. Muss der andere. Weg, 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 weg. Lad nach, Brudi. Gib mir Deckung. Ich gehe ran. Ich passe auf. Wo ist der? Bam, in deine Fresse rein. Ist hier noch jemand? Da ist noch jemand. Der kommt jetzt von der Seite. Da, oder? War der nicht gerade da? Komm, zeig dich. Ah, ich hab den nicht getroffen? Das ist mir scheißegal. Kriegt er so dieses Brett wie Brett Pitt in seine Fresse. Brett! Wo ist der? Da ist er! Ich war schneller! Was meinst du, wie das wehtun muss, ne? Alter. Ich mach gleich ehrlich. Also langsam provozieren die mich, ne? Gleich mache ich einfach Pumpgun-Action, ne? Ich mein's ernst. Kleiner Sibi, Alter. So, bleib liegen. Es reicht! Kommt alle her! Wo seid ihr? Zeigt euch! Ich würde sagen... Okay. Ich glaube, das war der Letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Geh dich um und such nach was Nützlichem. Genau, einmal ein bisschen rumgucken, looten. Ach, voll. Zack, looten. Wir können vielleicht noch ein paar Sachen herstellen hier. Molotow-Cocktails sind immer ganz gut herstellen. Zack. Können wir vielleicht das hier wieder mitnehmen. Da war doch irgendwas, was gerade zu voll war. Wo ist das denn jetzt? Da. Ah, ist auch zu voll. War Leben, okay. Ja, immer schön gucken, ein bisschen was einsammeln. Und dann passt das auch. Müssen aber jetzt auch nicht, wie gesagt, jede einzelne Ecke absuchen, Freunde, ne? Also, das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja, Loot ist in Ordnung und... Lieber kämpfe ich mit zu wenig Material, als wenn man komplett überbeladen ist. So sehe ich das. So wie. Zocken nicht auf der höchsten Schwierigkeit. Das kann man vielleicht auch mal machen. So einmal so ein Challenge. Auf der schwersten Schwierigkeit dieses Spiels zocken. So. Guck mal, hier haben wir auch einiges. Nadelbombe. Da ist nichts drin. Da ist auch gar nichts. Haben wir vielleicht hier noch irgendwas? Freunde, tut mir auf jeden Fall den Gefallen. Alle, die noch nicht meinen Twitch-Kanal abonniert haben, geht gerne mal auf Twitch und checkt meinen neuen Kanal aus. Was? Was, Bruder? Check meinen Twitch-Kanal aus, Leute. Geht mal auf Twitch und lasst dort ein Abo da. Viel FIFA in Gaming TV, wer noch nicht abonniert hat. Ja, wir gehen ganz sicher nicht hier. Viele kennen ihn noch gar nicht. Die fragen, hey, nee, wo streamst du? Oder auf Twitch, viel FIFA in Gaming TV. Einfach mal dort ein Follow da lassen, Leute. Würde mich sehr freuen. Würde mich sehr freuen, Leute. Weil ich streame eigentlich sehr oft. Vor allem jetzt kommt das neue FIFA raus. Werde ich auch sehr oft streamen. Und ja, deswegen einfach mal dort kostenlos ein Follow da lassen und denkt auch dran, Amazon Prime ist kostenlos. Ja, so. Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter? Meint ihr hier drinnen? Müsste ja dann eigentlich, oder? Oder wo geht's denn jetzt hier weiter, Mann? Bin ich blind?
Ecke liegt auch wieder was. Leben haben wir schon. Gucken wir mal erstmal in Ruhe. So. Geht's da weiter? Nein. Ah, guck mal, da ist eine Leiter oben. Es ging sogar wirklich hier weiter. Und ich meine, lass nicht alles absuchen, aber hier geht's tatsächlich weiter. Oder habe ich zumindest das Gefühl, weil die Leiter da ja irgendwie runter muss. Aber hochheben kann er sie ja auch nicht da. Das heißt, wir müssen vielleicht... Es muss einen besseren Ausweg geben. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass wir eine Kiste holen und die dann da hoch transportieren, die Ellie. Dass die dann halt da hochspringen und die Leiter runterholt, ne? Wir gucken erstmal, Leute. Das gemeinsame Rätseln macht ja auch Bock zu sehen, wo es hier weitergeht. Vielleicht bin ich auch einfach wieder nur blind oder vielleicht muss ich irgendwas runterschießen. Kann ja auch sein, aber irgendwie müssen wir anscheinend da hoch. Oder wir übersehen hier gerade was. Was spielen wir da so blind? Das kann doch nicht sein. Ja, manchmal verplapper ich mich zu viel, dann übersehe ich Dinge im Spiel. Aber so bin ich halt, Leute. So bin ich. Ja, ich mache das ja nicht extra. Ich muss hier nichts irgendwie stellen oder sonst irgendwas, Leute. Ich bin so, wie ich bin. Ich war jetzt schon zum zweiten Mal hier drin. Es muss ein besseres. Gleich nehme ich den Tipp an. Manchmal steht ja nach ein paar Minuten Tipp. Aber ich sehe jetzt gerade nicht, was wir hier machen können. Da oben ist eine Leiter. Warte, was ist denn meistens, wenn ich jetzt hier einfach hier hochkletter? Und dann? Wie soll ich da hoch? Wie? Es muss einen besseren Weg geben. Das kann doch nicht sein, Alter. Wie? Hä? Wie soll es denn hier weitergehen? Hey, vielleicht können wir hier durch. Wo ist sie denn? Wo ist Ellie? Ach, da hinten. Ja, guck. Ah, okay. Entweder hätten wir da selber hingemusst. Oder wir mussten halt warten, bis das jetzt wie gerade so einfach erscheint. Das kann ich natürlich nicht sagen. Okay, guck mal, es geht gar nicht die Leiter hoch. Ich hätte wieder einen ganz anderen Plan gehabt. Scheiße. Schau mal wieder. Hä? Ach so, müssen gedrückt halten. Na los. Check, dass ich manchmal es gedrückt halten, manchmal nicht gedrückt halten. Mit irgendwas aufzuheben. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ja, komm, hallo, hilf doch mal. Okay, lauf. Okay, es geht schon. Eieieiei. Okay. Da. Alter. Was geht denn hier ab? Junge, was haben wir denn hier alles? Einfach so etwas, so ein Leichenraum wäre. Krank. Gucken wir uns mal das erstmal an, was da steht. Schuhe viermal, Jacke, sonstige Kleidung. Ah, okay, wurde dann quasi geguckt, was man alles hat. Nichts, alles waren, alle waren zu beschäftigt, diese verrückte Huhn zu jagen. Einfach Huhn war infiziert, hat Rille gemacht. Alter, sieht das krank aus. Was sagt Ellie? Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Hunter, Hunter, Beat. Ah, was ist das denn? Ist das so eine Rauchbombe oder was? Mann, es sind so viele, Rauchbomben, die es nicht wirklich geschafft haben. Eine Wolke, die Sicht deines Feindes blockiert. Betäuben sie Feinde beim Aufbauen, ermöglichen es dir, sie zu packen oder zu entkommen. Okay. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Okay, okay. Ah, Werkzeugkasten, jawohl. Jetzt haben wir schon mal ein weiteres Level erreicht. Und sind jetzt, glaube ich, sogar Level 3. Perfekt. So, Werkzeugstufe 2 haben wir erreicht. Okay. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier in einem guten Safe-Punkt, wo wir beim nächsten Mal weitermachen können, durch die Türe durchgehen, Leute. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, Freunde, Ernestos Valverdos verabschiedet sich aus der nächsten Last of Us-Folge. Es war wieder richtig geil, 40 Minuten für euch voll gemacht. Lasst alle einen Daumen nach oben da. Denkt auch dran, unbedingt meinen Twitch-Kanal abzuchecken, oben in der Videobeschreibung. Und das Spiel bockt einfach unnormal. Daumen da lassen, abonnieren. Kuss geht raus. Macht's gut. Danke für euren Support. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.